Ja, ich hatte genug zu tun, aber es war nicht ganz einfach zu arbeiten, also um sich konzentrieren in der Hitze, vor allem am Nachmittag. Ich habe keine Klimaanlage da. Ich habe gemerkt, dass wir einen anspruchsvollen Job haben, wo man sich sehr muss konzentrieren muss. Und wenn es 35 Grad ist, ist es nicht sehr einfach, keine Fehler mehr zu machen, die wir nicht machen dürfen bei uns. Aber ich hatte einen guten Sommer, ich hatte viel zu tun. Ja, die letzten paar Jahre habe ich im Sommer fast nichts zu tun. Da konnte ich eigentlich immer an den See am Nachmittag. Und diesen Sommer habe ich wirklich an die Ecke. Ich glaube, tendenziell buchen die Leute viel früher, was Sinn macht, oder? Man hat bessere Preise und mehr Auswahl. Und ich kann die Idee nur unterstützen. Egal wie das Wetter ist, der Sommer ist nicht umsonst Hochsaison, auch bei 25 oder 35 Grad. Das Jahr 2018 unterscheidet sich nicht von 2017 oder 16. Die Nachfrage nach Dubai hat ein bisschen nachgelassen gegenüber vorletztem Jahr, wo man ja jetzt auch sagen könnte, warum gehe ich im Sommer nach Dubai? War extrem große Nachfrage letztes Jahr, dieses Jahr war es den Leuten eigentlich egal, Hauptsache der Preis stimmt. Also wir haben natürlich gemerkt, die Hitzetage, dass ein bisschen weniger Leute ins Büro gekommen sind und auch von der Anfrage her. Ich denke aber, das ist allgemein normal in dieser Jahreszeit bei uns, dass wir auch merken, dass die Leute in der Ferien sind, vor allem im Quartier auch, dass da weniger läuft. Und wir haben nicht so viele Last-Minute-Sachen oder Buchungen, die wir machen, sondern mit unseren Destinationen, mit unserem eigenen Produkt für Himalaya, Indien, Sri Lanka, haben wir auch eher langfristige Buchungen. Also die Leute kommen eher ein paar Monate im Voraus. Und dort haben wir eigentlich gute Anfragen gehabt. Es ist nicht so, dass es gerade zusammengebrochen ist, gar nicht, sondern wir haben wirklich immer Offertanfragen gehabt und es läuft eigentlich von dem her sehr gut. Wir haben zum Beispiel unser Ayurveda-Hotel, das wir haben, da haben wir jetzt Anfragen gehabt, trotz der Hitze, für im November, weil man einfach weit voraus muss buchen. Aber es ist klar, wenn es ein regnerischer Sommer ist oder die ersten zwei, drei Schulferienwochen regnet, dass dann die Anfragen für Last Minute steigen und die sind wahrscheinlich dieses Jahr eigentlich gar nicht aktuell gewesen, weil die Leute einfach dann auch in der Schweiz geblieben sind oder in den Bergen sind. Ich muss auch sagen, gerade die letzte Juli, also 1. Augustwoche, wo der 1. August drin war, also ist wirklich ist fast nichts gelaufen oder weniger, ist glaube gar nicht mehr auch ins Büro gekommen. Also es war wirklich sehr, sehr ruhig gewesen, also. Und grundsätzlich gleichbleibend viele Anfragen gehabt. Ich war selber erstaunt, dass wir relativ viele Anrufe hatten, viele Buchungen. Wir haben auch ein bisschen Troubleshooting müssen machen für Leute, die kurzfristig Probleme hatten, um irgendjemanden hinzukommen oder wo noch vielleicht sogar hängen geblieben sind. Zudem haben wir Gruppen gehabt, die für jetzt Ende August, September 45 Leute auf Athen müssen fliegen lassen von der ganzen Welt. Also wir sind richtig zufrieden, der Sommer ist gut gelaufen. Es ist zwar thematisiert worden in den Medien, es hat auch praktisch gar keine Destinationen, zumindest in Europa, die viel kühler gewesen wären. Die Kühle gesucht haben, die sind vermutlich in die Berge, also sogar, das wissen wir, dass sie in die Berge, in die Schweizer Berge gegangen sind, das läuft dann eh nicht über uns. Also wir haben schon gemerkt, dass es ruhig ist, einerseits auch wegen der Schulferien, aber andererseits denke ich schon auch, hat es etwas damit zu tun gehabt, dass die Leute natürlich nicht unbedingt gesagt haben, ich will kurzfristig noch einmal in die Sonne gehen, wir haben die Sonne selber hier in der Schweiz. Oder? Aber jetzt kurzfristig noch einmal eben an die Sonne oder an ein kälteres Ort, nein. Ich denke, die sind mehr vielleicht ein bisschen die Höhe aufgegangen, also sprich ein bisschen Berge, die zu heiß hatten und für das haben sie nicht unbedingt das Reisebüro gebraucht.